Die deutsche Bundesregierung ist im völligen Chaos. Das, was in anderen europäischen Städten immer wieder einmal vorkommt, dass eine Regierung streitet, dass es vielleicht Neuwahlen gibt, das hat es in dieser Form in Deutschland weder in Bonn noch in Berlin jemals gegeben. Und verantwortlich oder eigentlich unverantwortlich ist das Handeln des Horst Seehofer gewesen. Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer hat es heute sehr deutlich gesagt. Er hat gesagt, eigentlich, ich kenne mich nicht mehr aus, worüber die streiten, und das ist das Gefühl, das die meisten Deutschen auch haben werden. Worüber streiten die eigentlich noch? Wir haben doch geglaubt, sie hätten sich geeinigt in Brüssel auf den nächsten Schritt, und zunächst haben ja auch CSU-Politiker gesagt, sie sehen hier einen Fortschritt. Warum auf einmal der Wahnsinn in der vergangenen Nacht? Niemand kann das sagen, außer möglicherweise Horst Seehofer, der sich aber erst am Nachmittag oder am Abend erklären wird. Angela Merkel ist natürlich auch nicht gestärkt, und alle in Berlin gehen davon aus, dass sie noch in diesem Jahr zurücktreten wird. Man redet von einem Zwischendurchkanzler, einem Übergangskanzler Wolfgang Schäuble. Aber Angela Merkel hat noch immer das Heft in der Hand, und Horst Seehofer ist vielleicht der 17. Politiker der Union inzwischen, der sich an ihr die Zähne ausgebissen hat. Horst Seehofer ist geschwächt, egal ob der heute oder morgen zurücktritt oder nicht, und damit auch die CSU. Das, was die CSU ursprünglich wollte, nämlich sich stark machen für die Landtagswahlen im Herbst, das ist jetzt völlig gescheitert.